Servus YouTube, was geht? N7Dino oder Dennis oder Dan oder Danny oder wie auch immer ihr ihn nennen wollt, ist back. Und heute seht ihr mal ein kleines Commentary von mir, keine Facecam, also ihr seht mein wunderschönes Gesicht, in Klammern nicht, heute mal nicht. Und stattdessen seht ihr halt die Auflösung von diesem Dead or Alive Special, wo das Team von TMA gewonnen hat und ich eine kleine Vorstellung über TMA mache. Und ja, ich würde sagen, bevor wir anfangen, verliere ich noch ein, zwei Wörter über das Gameplay im Hintergrund. Das Gameplay im Hintergrund ist ein 30 zu 5 oder 30 zu 6, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, auf der Map Detroit in CODAW. Ja, ich spiele CODAW, habt ihr richtig gehört, habt ihr auch schon kurze Ausschnitte bei mir auf dem Kanal gesehen. Jetzt kommen wieder richtige Gameplays und so weiter und so fort. Ich spiele jetzt auf der One, also Next Gen und so weiter. Also Next Gen ist ja auch schon ein bisschen her, ne? Aber ihr wisst halt, was ich meine. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit der Rasselbande von TMA eSports. Und ich hoffe, wie ich das gestalte, gefällt euch. Also der TMA-Bande und natürlich allen anderen auch, damit ihr halt wisst, was euch erwarten kann, wenn ihr sowas in die Kommentare schreibt bei Dead or Alive. Und ja, TMA stand anfangs für Terror Muppets Alive. Heute steht es einfach nur noch für TMA, also TMA für TMA. Ich denke mal, das ist relativ selbsterklärend, außer dass es halt vorher für Terror Muppets Alive stand. Der Clan besteht schon seit über 6 Jahren, was ich sehr, sehr beachtlich finde. Das ist eine super lange Zeit. Also wer selber schon mal in einem Clan war, weiß, wie schnell eine Konstellation in einem Clan nicht mehr passt, wie schnell man sich wirklich gegenseitig auf den Sack gehen kann, wenn nicht ein gewisser Punkt, den ich nachher noch erwähnen werde, gegeben ist. Also wirklich, manche Kläne lösen sich nach 2-3 Tagen oder halt nach wirklich einem Jahr auf, wo dann so die Grenze ist, wo sich die meisten Kläne auflösen oder Clans. Ich weiß es nicht, wie man es nennt. Auf jeden Fall wisst ihr, was ich meine. Und über 6 Jahre ist echt schon eine lange Zeit. Wahrscheinlich sind die anderen da irgendwie 12 Jahre alt gewesen, die meisten, die das hier gucken. Also das ist echt schon 6 Jahre. Puh, kann man sich mal geben. Also ihr Spezialgebiet in COD ist der Hardcore-Mode. Und die meisten wissen das, glaube ich sogar, die TMA ein bisschen verfolgen, schon kennen und so weiter und so fort. Und neben COD waren sie sehr aktiv in Games wie RSV, Rainbow Six Vegas, Socom, das ist so eine Reihe der Militärsimulationen auf der PlayStation. Wusste ich vorher auch nicht, habe ich einfach mal nachgeguckt, was das ist, damit ich euch richtig informieren kann. Und natürlich bei FIFA vertreten, und FIFA finde ich sowieso top, und ich finde es auch top, wenn man sein Können verbreitert, beziehungsweise sein Können vielfältig fächert, sage ich mal. Also wenn man wirklich überall vertreten ist, und die Leute sind gut, die sind verdammt gut sogar. Der DJ Ack leitet den Clan, ist ein sehr, sehr korrekter Typ, mit dem ich selber auch super viel schreibe. Also der, was heißt super viel, ich schreibe halt gerne mit denen, das ist ein korrekter Typ, man versteht sich halt, also ich mag den Typ. Und an seiner Seite sind der Ecki und der Timidi. Von Timidi habe ich jetzt nicht so viel mitbekommen, aber von Ecki weiß ich auf jeden Fall, dass er super geile Real-Life-Videos macht, die man sich auf jeden Fall mal angucken kann. Der Kanal steht auch unten in der Beschreibung, ansonsten bei Facebook und so weiter kann man das auch sehen. Und er ist ein begnadeter Sänger, so wie ich mitbekommen habe. Also man munkelt im Dunkeln. Ist auf jeden Fall Deutschlands nächster Superstar 2015, also läuft auf jeden Fall bei dem. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, den ich vorhin angesprochen hatte. Liebe Clans, Kläne, haltet euch fest. Ein großer Punkt, den ich sehr beherze, ist das familiäre Klima, was sie bevorzugen. Das ist ein Punkt, der wirklich wichtig ist, den wir bei uns auch haben, um einen Clan wirklich halt mehr oder weniger zusammenzuschweißen und halt, dass das ganze Ding funktioniert. Also, wenn das familiäre nicht da ist, denke ich mal, geht das auf Dauer nicht gut. Der Clan bleibt zwar bestehen, so vom Namen her, aber ich denke mal, das richtige Clan-Feeling ist dann halt irgendwann nicht mehr wirklich gegeben. Also, das familiäre Ding, die familiäre Ebene ist halt schon ein sehr, sehr wichtiger Punkt, was bei den Jungs auch super gegeben ist. Man merkt das selber, wenn man den Leuten halt mal ein bisschen zuguckt, ein bisschen beobachtet und so weiter. Also das klingt ziemlich creepy, ne? Wenn man die Leute beobachtet. Nein. Und also es ist wirklich schon ein wichtiger Punkt, wo die Leute auch wirklich recht haben. Das ist, da muss man einfach einen großen Punkt drauf setzen. Also das stimmt schon. Und die bisherigen Sponsoren von TMA sind Ubisoft, Logic 3, EA. Das ist heftig. Ubisoft, Logic 3 und EA. Das kann man sich auf jeden Fall mal auf der Zunge zergehen lassen, oder nicht? Also das ist echt schon... Puh. Und wer jetzt neugierig geworden ist auf TMA eSport, kann auf jeden Fall mal die Homepage besuchen, wo auch noch ein größerer Teil der Clan-Geschichte steht. Das konnte ich jetzt nicht alles noch als Video packen, weil das Gameplay auch relativ kurz ist, aber ich denke mal, ich habe relativ viele Informationen reingebracht, die interessant waren.
Was bleibt mir noch zu sagen zum Abschluss? Also die Jungs von TMA sind auf jeden Fall super korrekt, helfen der Community super aus der PlayStation-Community also und sind wahrscheinlich sowas wie eine Never-Ending-Story oder auch für alle Beteiligten so eine Never-Ending-Love-Story und hängen sich echt rein. Die helfen bei Konflikten, helfen Clan untereinander und so weiter und so fort. Also die hauen es echt schon raus. Die Leute haben es echt verdient, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Props von mir auf jeden Fall durchgehend weg. Ich werde die Jungs auf jeden Fall ein Auge behalten, auch mit denen in Kontakt bleiben. Ich hoffe, dass viele Leute genauso denken wie ich und die Leute halt abchecken und halt mal dahinter sind, mehr von TMA mitzubekommen. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr auf jeden Fall ein Like da lassen und ich würde mich darüber freuen. Ich würde sagen, das war es erstmal von mir und morgen gibt es wieder ein kleines Special und zwar ein neues Dead or Alive, wo dann andere Leute was gewinnen können. Ob es jetzt halt eine Vorstellung ist wie bei TMA oder halt irgendwas anderes, könnt ihr frei entscheiden. Könnt ihr dann in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall war es das von mir und haut rein.